Und machen wir das jetzt dann noch und wir müssen da hochkommen. Vermute mal, dass das doch zusammengehört, diese Kombi. Weil hier kommt man auf keinen Fall ganz nach oben durch dieses eine Sprungteil. Obwohl. Ach so, jetzt verstehe ich es erst. Also ist doch auf jeden Fall hier lang. Okay, okay, das haben wir schon mal gesehen. Ich will aber das da zuerst holen. Machen wir das so. Ah, genau. Damit ich keinen Schaden bekomme, habe ich das gemacht. Und was passiert? Ich bin zweimal da reingeflogen dadurch. So, hier hoch müssen wir. Wir brauchen eine Blase. Eine Kumpelblase. Okay, perfekt. Wenn ich sie so haue, das sieht ja schon mal so aus, als würde es mir weiterhelfen. Es ist doch komm, es schießt doch aus dem Wasser, Ori. Und der Gegner nervt. Hier brauche ich auf jeden Fall eine Blase. Wie soll ich denn das rechtzeitig schaffen? Schaffe ich das irgendwie rechtzeitig? Wahrscheinlich mit dem Gegner, den ich gerade getötet habe, könnte man es... Nein, das hätte ich bei der Kumpelblase kaputt machen. Vielleicht auch nur mit diesem einen Dash da. Ist auch möglich. Das heißt, ich muss das so machen. Ah, tatsächlich, es ist so machbar. Zeit ist halt super schnell. Nice. Und jetzt auf dem Boden, dann bist du auch vollkommen. Sehr schön. Au. Keine Lust. Teleportieren. Ich weiß auch nicht, wie lang diese Collection-Folgen werden. Vermutlich mindestens, ich denke mal, 2 Folgen wird das jetzt insgesamt so sein. Wenn ich so sehe, was für Zeit wir jetzt schon haben, welches Rauskarten rausnehme, was gar nicht so viel war. Ja. Gut, das hatten wir ja auch schon gelöst hier. Nein, okay, nur wenn ich nach rechts geschaltet werde, alles gut. Da oben ist eine Lebenszelle. War das eine Wand, die man mit dem Gegner töten muss? Oder geht es auch mit dem Feuerball? Doch, haben wir ja auch schon, ja. Achso. Das war nicht so ganz das, was ich wollte. Das reicht nicht. Ich höre gerade auf, ich hätte mir alles gerade sehr viel leichter machen können, weil ich mir selber diese Kugeln machen kann. Volle Power? Nein. Warum habe ich denn das nicht beachtet, dass ich die ganze Zeit mir schon selber Kugeln werfen konnte? Ich brauchte die Blasen gar nicht. Ach Mann. Ist das da oben so ein Torpedo? Sieht aus wie so ein Torpedoschießer. Hier waren wir aber auch schon. Ne, das ist nur Deko. Wir müssen auf jeden Fall hier höher. Und höher schaffen wir ja durch unsere Feuerkugel. Hm? Was ist das denn? Haben wir eine andere Fähigkeit, womit man... Obwohl, ich fällt gerade was auf. Wir haben eine zweite Fähigkeit, womit man durch solche Wände kommt. Die war halt noch nie wirklich benutzt. Bitte sag, du brauchst keine Energie. Das würde mir gerade wehtun. Oh. Mann, wo kriegt denn jetzt Energie her? Achso, ich weiß wo. Viel zu schneiden. Viel zu schneiden. So. Das reicht auch nicht. Hä?
Ich habe doch gerade die Fähigkeit gewechselt. Das war ja auch toll von mir, nicht? Das geht ja so nicht. Haben wir schon eben getestet. Das reicht auch nicht. Hä? Wie? Und wie? Bedenke ich gerade irgendwas nicht? Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht alle Fähigkeiten. Aber ich glaube, der Rest sind, glaube ich, hauptsächlich Angriffsfähigkeiten. Hoffentlich. Anderen Sachen wird es aber nicht sein. Boah, ich könnte ihn wegblasen. Ha! Perfekt. Okay, das war's mit der Luma-Sehen für heute. Da unten ist noch was, was ich mitnehmen möchte. Ist das hier? Ja. Und dafür braucht man nämlich diesen Hammer. Den Hammer, den wir hier ausgerüstet haben. Perfekt. Perfekt. Ja gut, auf der Map ist auch nicht so ein Symbol, dass das eine brechbare Wand ist, ne? Huh? Warum ist denn hier sowas? War ich da oben nicht schon? Könnte mich täuschen. Muss ich mal gucken. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich da oben schon mal war. Hier war ich schon. Aber wahrscheinlich bin ich da irgendwie anders reingekommen, ohne den normalen Weg. Wahrscheinlich mit der rechten Blase. Hier war ich aber überall schon. Okay. Gut. Dann Kampfherausforderung. Ach, hier war das. Nein. Ich wollte doch nochmal einen Hammer nehmen. Perfekt. Okay, ich dachte, ich müsste springen. Oh nein, dort ist ein Laser. Aber es war alles schon damals noch, ne? Ja, okay, ich mochte die Laser damals nicht. War halt der Grund, warum ich beim ersten Teil es nicht geschafft habe, 100% zu schaffen, wegen einem Bug. So, Kampfherausforderung. Müsste eigentlich mit dieser Aura super einfach sein. Weil ich sie einfach nur in der Nähe haben muss. Warum mache ich eigentlich nicht mal auch noch das andere? Vielleicht nicht das Beste, was ich gerade machen kann für die erste Stage, ne? So, ist der kleine. Es wirkt nicht wie eine hochlevelige Kampf-Challenge. Wahrscheinlich, weil mein Hammer schon hätte viel früher holen können. Gut, da kommt das. Man weiß aber nie, wie lange sowas geht. Ja, was kommt jetzt? Nichts, was irgendwie challenging wäre. Oh, das kommen jetzt 5000 davon, was irgendwie so aussieht. Na, oh, jetzt kommen wir einfach in die Aura. Es geht noch weiter. Ja. Mehr Damage Output kann man, glaube ich, gar nicht machen, als mit Aura und Turrets und physischen Angriffen. Das macht mir trotzdem noch viel Schaden, weil ich auch nicht so schlau spiele, aber so tanky wie Ori aktuell schon ist, ist das eigentlich kein Problem mehr. Heiliger Schrein zu platzen voll. Sieht aus, als wenn wir alle hätten. Verständlich, wenn wir so mal betrachten, was wir alles schon gemacht haben. Ja, sieht doch vollständig oben aus, ja. Schaden. Ja. Unruhe. Pff, nö. Was waren Geisterlichtkugeln? Warte mal, Moment. Ach, das war die... Mehr Geld, ne? Ja, komm. Ja, das Schlauste aus meiner Sicht. Obwohl, was macht das Neue, was wir gefunden haben?
Das Neue davon ist das hier, ne? Energiekugeln fallen, ja. Boah, ist okay. Machen wir noch weiter, wie ich geplant habe. Ich hätte eigentlich geplant, dass wir noch in das da oben reingehen, aber ich bin jetzt schon so lange dabei mit dem Farmen. Ich glaube, wir gehen nur noch mal einmal ins Dorf und geben den Samen ab. Und ich wollte euch noch einmal zeigen, wie das ist mit dem 51%. Vielleicht hat es den Bug jetzt auch selber gelöst, aber ich glaube nicht. Wie gesagt, ich hatte halt 51% seit dem Beginn vor der letzten Aufnahme. Und wenn es jetzt immer noch so ist, dann kann es ja nicht so gewollt sein. Genau, das wollte. Sieh mal her, einer ist ein... Oh, Tauschquest. Ich hätte keine Ahnung, wo das werden muss. Perfekt. Ja. Dann müsste ich dir nicht so dicht auffolgen. Du folgst mir? Nicht, dass ich dir folge überall hin. Hier, nimm diese Feldflasche. Sie ist mit köstlichem Wasser gefüllt. Zwei in einem also. Wasser? Das wüsste ich aber alternativ jetzt, wo wir jetzt, glaube ich, hin müssen. Nice, dann machen wir das jetzt gleich noch, wenigstens, wenn wir schon das andere Gebiet nicht machen. Ich wollte eigentlich nicht deswegen hin. Ich wollte euch eigentlich zeigen, dass der Bug noch da ist. Wir haben ja jetzt einiges gemacht. Und... 2%? Oder gilt das nur für... Das ist nicht allgemein, sondern nur, wie viel man erkundet hat. Nee, das ist auch nicht 1%. Wir haben doch gerade alternativ schon mehr als 1% gemacht. Ich habe 4, 5 Sachen eingesammelt. Was kann nicht sein, dass die letzte Aufnahme 0% war, kann einfach nicht sein. Ich glaube trotzdem, dass irgendwas nicht passt. Ja, wir haben jetzt alle Splitterverbesserungen. Energiezellen fehlen noch viele. Splitter fehlen noch viele. Lebenszellen fehlen noch viele. Was ist das? Fähigkeiten für noch 4. Stimmt. Haben wir denn... Wir haben auch gerade die Lust daran, nochmal voll zu heilen. Leider macht er das nicht, wenn man teleportiert automatisch. Das fände ich ja toll, wenn er das machen würde. Wie viel Geld haben wir? Hier mal kurz da drüben hin. Wir müssen noch einiges kaufen. So, verbessern meine ich. So, wir haben auch hier noch 2 neue Fähigkeiten. Das heißt, 2 fehlen uns allgemein noch. Ja, interessant. Wir haben das... Ich spare das Geld. Ich will die Karten mir irgendwann kaufen. Damit ich besser alles komplementieren kann. Ach, wir wollten den Samen abgeben. Und die Feldflasche. Wir sind gerade hier. Wir geben erstmal den Samen ab. So. Wie, warte mal, habe ich alle davon? Oh. Mit dann machen die Quest heute fertig. Ich war besorgt, dass dieser Garten nicht mit dem mithalten kann, den ich zurückgelassen habe. Aber wenn ich sehe, wie diese Sederblumen hier gedeihen, weiß ich, dass ich mich geirrt habe. Unauffällig, aber schön. Nehmen wir das, jetzt ist es. Fangen wir an. Hast du jemals eine Feuermotte gesehen? Wunderschöne, glühende Kreaturen. Sie können Lichtfängern nicht widerstehen. Sie fliegen von Knospe zu Knospe und folgen dem Licht. Das Problem ist, ich glaube, wir waren da oben schon. Bringt uns also gar nichts, was wir gerade gemacht haben. Fangen wir an. Ich würde mir keine Gedanken darüber machen, auf Federpflanzen zu treten. Wir sind Fleischfresser, fressen aber recht selten. Ich habe nur einmal selbst erlebt. Ja. Die Lichtung wurde zu einer Zuflucht, als ich meinen alten Garten dem Eis überlassen musste. Doch der Garten war klein und abgeschieden. Niemand außer mir konnte sich an ihm erfreuen. Jetzt erblüht ein neuer Garten auf der Lichtung und ich habe ein neues Zuhause gefunden. Danke, Geist.
Aufforstung der Lichtung. Nebenquest abgeschlossen. Yes. Vielleicht komme ich jetzt da oben hin? Ach nee, das ist ja allgemein die ganze Lichtung gedacht, das Symbol. Apropos, wir haben noch einige neue Erze. Ich finde ganz halt neue Sachen, die man machen kann. Ja, wahrscheinlich werden es die ersten zwei Folgen der Aufnahme werden. Und danach wird es im Storytelling weitergehen. Was ein Irrlicht vom Licht der alten Weide gefunden hast. Irrlicht und Geister, die nie wen durchstreifen. Hätte nie gedacht, dass ich das mal erlebe. Hier geht es wirklich langsam bergauf und nur auf dieser Lichtung. Projekt anzeigen. Fantastisch. Ich werde mich gleich darum kümmern. Fertig, es fühlt sich großartig an, wieder etwas zu bauen, Geist. Ich kann den Rest noch nicht machen. Toll, wo ist das jetzt gebaut? Da oben, oder? Da ist noch ein Symbol. Wo gehen wir jetzt hin? Das war perfekt, so habe ich es auch geplant gehabt, nicht. Hier ist nichts, aber noch höher. War vorher nicht da, bin mir ziemlich sicher. Oder wir waren hier noch nicht. Nee, das ist das Haus. Wir waren noch nicht. Perfekt. Was hast du zu sagen? Ich kann es nicht erwarten, weiter zu erkunden. Oder vielleicht bleibe ich einfach hier und erzähle anderen Mugi von meinen Entdeckungen. Ja, das ist viel bessere Idee. Ja, ist schon nicht unschön hier. Ach, man kann die Sachen kaputt machen, da ist noch Geld und so drin. Okay. Das auch? Nö, nur die beiden da unten. Schade. Ist ja noch mehr. 90% nur. Hier war ich halt überall schon. Ich habe hier oben halt alles schon erkundet und alles mitgenommen, was geht. Deswegen... Ich könnte noch einmal in das Haus gucken gehen da hinten, weil ja jetzt solche Sprungteile sind, aber ich glaube, die führen uns halt auch nur da hoch, wo wir halt auch schon waren. Ja, da muss ich halt auch nicht hin. Oh, dann... Was heißt das Symbol? Nee, das gilt für das ganze Gebiet. Warum auch immer das Symbol da oben ist. Dann... Story... Nee. Diese Kleinigkeiten, die man überall liegen lassen hat, ist immer ein bisschen traurig. Deswegen habe ich da 83%, weil da noch ein ganzer Gang fehlt. Ich habe mich schon vorhin gewundert gehabt, warum da so viel fehlt. Nee, das hole ich jetzt noch nach. Diesen einen Gang da mache ich jetzt noch. Und das oben nämlich auch mit. Das schneide ich beides gleich nochmal kurz rein. Bis gleich, Leute. Ah, hier war das beim Eingang der Spinnengrotte. Aber wie kommt man da hoch? Huh? Wir haben noch nie das Netz verlassen. Hier oben ist anders. Nicht so dunkel, nicht so feucht. Wir vermissen unser Nest. Netz. Interessant. Weiß nicht wie. Dann schneide ich es auch nicht rein. Oh, komm, gehen wir hier lang. So, und jetzt bin ich auch hier. Letztes Mal haben wir halt nichts gesehen gehabt, weil es halt dunkel war. Und es ist sogar Wasser hier. Eigentlich könnte ein bisschen schneller durchgehen. Außer, aber ich kriege auch Schaden, das ist halt das Problem. Trotzdem vorsichtiger sein, bin ein bisschen durchgerusht, weil ich ein bisschen Schaden genommen habe. Boah. Okay, tot. Moment. Map. Ist doch nichts. Oder?
Vielleicht eine Verkündung? Aua, 21. Warum sind die Stacheln manchmal irgendwo stärker, manchmal schwächer? An Land sind sie 17, glaube ich. Unter Wasser 21. Oder machen prozentual Schaden? Ich bin mir nicht sicher. So. Oh, er lebt noch. So, jetzt ist er tot. Fragment Energiezelle. Maximal hier wurde erhöht. Nice. So, Gegner. Bleibt tot. Es geht ja noch weiter, aber vielleicht nur der Rückweg. Danke, dass du da gefangen bist. Nice.